meine Lieben und willkommen zu einem neuen Video von mir. Heute gibt es meinen ersten Fashion Haul. Ich zeige euch, was ich für mich die letzten ein, zwei Monate geshoppt habe. Also wenn euch das Video interessiert, bleibt gerne dran. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Es hat sich schon einiges, ist einiges zusammengekommen und deswegen fange ich gleich an. Ich glaube, ich fange zuerst mit Schuhen an. Es müsste nachgerüstet werden. Ich habe keine Schuhe mehr gehabt, die mir so richtig gefallen. Und deswegen habe ich mir ein bisschen was gekauft. Fangen wir mit denen an. Die habe ich im Pimki gekauft. Und zwar sehen die so aus. Die sind in diesem Braun. Haben hier seitlich so einen Reißverschluss, der nur so fake ist. Das habe ich jetzt gerade das erste Mal probiert. Und auf der Seite ist halt der richtige. Haben halt so einen Absatz. Mein Mann liebt es, wenn ich solche Schuhe trage. Ich weiß auch nicht. Natürlich sind sie auch schon getragen. Und ich finde sie auch sehr bequem. Haben so um die 30 Euro gekostet. Und ja, ich liebe sie, die passen wirklich irgendwie, jetzt im Moment mag ich halt diesen Braunton sehr und ja, die durften. Dann habe ich mir bei einem Online-Shop, vielleicht kennt ihr den, der heißt Italy Design, der Shop ist in Deutschland und ja, die liefern auch zu uns hierher und ich habe mir da Schuhe bestellt. Also bei mir ist es so, ich bestelle mir dort immer für die Winter- und Herbstzeit, also Herbst- und Winterzeit bestelle ich mir dort Schuhe und dann auch für die Frühlings-Sommerzeit. Also zweimal im Jahr bestelle ich dort immer ein. Und heuer im Frühjahr habe ich dort bestellt und jetzt auch. Und zwar habe ich mir dort diese Schuhe bestellt. Das sind so, wie nennt man die? Also ihr kennt die. Die haben halt hier so Glitzer und hier haben sie diese Schnallen. Und ja, ein bisschen einen höheren Absatz. Genau, man schlüpft einfach so rein. Jo. Nur bei dem Online-Shop muss man immer eine Nummer fast größer bestellen, weil ich habe eigentlich ja 39,40 und dort muss ich immer eine 40 nehmen. Da passt nie eine 39. Auf jeden Fall, die Schuhe, die sind auch relativ billig, es ist ein billiger Laden, wie ich finde, aber die Qualität finde ich wirklich gut. Ich weiß nicht, ich bin sowieso so ein Mensch, ich mache selten Schuhe kaputt oder selten Klamotten oder so kaputt, also da muss ich wirklich irgendwo dagegen hauen oder so, damit mir ein Schuh mal kaputt wird oder Klamotten, auch bei diesen Billigläden, deswegen kann ich dort einkaufen. Ich bin auch viel mit dem Auto unterwegs, dass diese paar Stunden, was man so am Tag spaziert, das reicht nicht, um die Schuhe kaputt zu bekommen. Auf jeden Fall habe ich die auch schon angehabt. Ich liebe sie, die sehen richtig so Rocker-stylisch, finde ich, aus. Also mir gefallen die Schuhe. Waren auch so um die 25 Euro oder 22, also überhaupt nicht teuer. Wenn euch der Online-Shop interessiert, ich kann ihn gerne in die Infobox verlinken und ja, dann habe ich mir dort auch Pumps bestellt und zwar solche, haben hier so ein goldenes Detail an der Seite, so ein Pfeil oder so, sind relativ hoch, sehen halt so aus, ein kleines Plateau haben es auch und ja, gefallen mir auch sehr, waren auch um die 15 Euro oder so und zum Weggehen oder so sind die wirklich sehr, sehr hübsch, gefallen mir. Ein sehr toller Online-Shop. Und mein letztes Paar Schuhe, die habe ich jetzt nicht bei Italy Design bestellt, sondern woanders, sind Air Max. Ich habe sie mir auch jetzt gekauft. Zuerst dachte ich mir, Air Max, ich weiß auch nicht, brauche ich das jetzt unbedingt? Das ist ja jetzt so gehypt und so. Halt allgemein diese Nike-Schuhe, auch die Free Run oder welches auch immer da gibt. Dann hat sich meine Schwester welche bestellt und ich dachte mir, so schlecht sind sie nicht und habe ich es anprobiert, die waren auch sehr bequem und alles. Ja, und dann habe ich mir gedacht, egal, bestelle ich sie auch. Ganz schlicht schwarz, weil ich finde, man kann es dann zu jedem Outfit dazu anziehen, zu jeder Jeans oder so, passen die immer. Ja, haben so um die
100 Euro. Dann habe ich mir bei Italy Design, die haben nämlich auch Klamotten, zwar nicht besonders viel, ja, so Oberteilauswahl, aber so Hosen haben die echt schöne und auch Jeans. Hosen, bin ich immer so unsicher, welche Größe soll ich bestellen, weil sie fallen immer anders aus. Manchmal passt mir eine 36, manchmal brauche ich eine 38. Und wenn sie ganz, ganz eng sind, dann kann auch vorkommen, dass ich eine 40 anziehen kann oder muss. Aber ja, ich dachte mir, ich probiere es mal. Dann habe ich dort so eine Leggings gesehen. Und zwar sieht die so aus. Eine schwarze, sehr dicke Leggings mit hier so Leder, also Fake-Leder, einsetzen auf beiden Seiten. Genau, und die hat halt hier so goldene Details. Ich finde die auch fürs Weggehen gut. Jetzt für Alltag, ja, muss man das jetzt nicht unbedingt anziehen. Wenn man spazieren geht oder einkaufen geht, man kann es, ist auch egal, mein Gott, na. Aber eher so, ich habe das eher so fürs Weggehen angezogen, die und die Pumps dazu. Hat wirklich sehr gut ausgesehen und ja, fand ich echt, finde ich echt toll, die Hose. Die ist auch sehr stretchy. Die habe ich jetzt, ich glaube, in Größe M oder so, 40 bestellt. Sie ist unten sehr eng, wirklich sehr, sehr eng hier, aber oben ist es ein bisschen schon breit. Hätte vielleicht auch eine 38 gereicht, aber egal, finde ich jetzt nicht so schlimm. Deswegen bin ich halt nicht so eher der Online-Shopper, was Hosen betrifft, aber ja, ich fand die recht schön und die waren auch nicht teuer. Ich glaube 15, 20 Euro oder so. Ja, und dann wiederum habe ich auch eine Hose bestellt. Und zwar sieht die so aus. Die ist mir leider zu groß, aber ich ziehe sie halt eher so locker jetzt an. Wäre mir natürlich lieber gewesen, wäre sie mir, ja, hätte ich sie in meiner Größe bestellt. Die ist jetzt nämlich auch 40, aber die fällt wiederum ganz groß aus. Auch auf den Beinen, also auf den oberen Schenkeln fällt sie relativ groß aus. Aber sonst ist sie sehr schön. Also mir gefällt das Muster und ja, die ganzen Details und so. Ja, ein bisschen zu groß, wie schon gesagt, aber egal. Ich finde sie echt schön und die ist sehr weich und hält auch sehr warm, was mich sehr gewundert hat. Dann zeige ich euch noch eine Hose, die ich mir bei Pimkie bestellt, gekauft habe. Eine Jeanshose. Ich war auf der Suche ständig nach so einer, wie heißen die, Destroyed Jeans? Destroyed? Ich weiß nicht, wie man es ausspricht. Ich hatte zwar Englisch in der Schule, aber irgendwie mit der Zeit vergisst man das. Was wollte ich sagen? Genau, auf der Suche nach so einer zerrissenen Hose und da habe ich bei Pimkie so eine gefunden. Finde ich echt hübsch. Finde ich echt cool, die Hose. Die hat halt hier dieses Zerrissene und so und das gefällt mir echt toll. Also ich weiß nicht, ich mag es auch schick, aber ich mag es auch so, ja, so lässig, sagen wir es mal so. Also die hat 40 Euro gekostet, die habe ich zum Beispiel jetzt in der Größe 36. Also es ist wirklich unterschiedlich. Sitzt auch ein bisschen lockerer jetzt bei den Füßen und so. Ja, nicht, man kann es nicht mit einer Boyfriend Jeans vergleichen, ist es keine. Aber sitzt ein wenig hier so lockerer, finde ich aber wirklich nicht schlimm. Die soll ja auch lässig und eher locker sitzen und cool und so. Und ja, finde ich echt schön, zum Beispiel zu den Air Max oder so. Echt schönes Outfit und lässig und man kann spazieren gehen oder einkaufen. Dann habe ich mir beim Pimkie einen Cardigan gekauft. Also es ist jetzt wirklich alles kreuz und quer, aber ich hoffe, das stört euch nicht. Ich habe jetzt nichts sortiert oder so. Einen Cardigan, und zwar so einen, diesen Wasserfall, ich gehe mal ein bisschen zurück, wasserfallartigen Cardigan. Ja, in so einem Braunton, passt auch sehr schön zu den Stiefeln, Stiefletten, diesen braunen, was ich euch als erstes gezeigt habe. Ja, ein sehr schönen, den werde ich mir auch wahrscheinlich dann in Schwarz noch holen, hat 19,99 Euro. Dann kommen wir zu H&M. Da habe ich mir eine Winterjacke gekauft. Die habe ich echt schön gefunden. Ja, ich finde natürlich alles schön, sonst hätte ich sie gekauft. Das ist eine Aussage, die habe ich echt schön gefunden. Und zwar so eine. Also die ist halt in dunkelblau. Ja, sieht man das? Ja, eigentlich schon. Mit so goldenen und braunen auch. Also man sieht, es ist braun, passt wiederum auch zu den Stiefletten, wie ich finde.
einsetzen und auch goldenen Knöpfen und Reißverschluss. Hier hat es diesen Fake-Pelzkragen und auch diese Kapuze. Ich ziehe sie mal an und so sieht sie halt angezogen aus. Genau. Und sie hat 49,99 €. Dann habe ich mir bei H&M im Sale die Hose gekauft. Eine ganz stinknormale, diese Skinny Stretch Hosen halt. War im Sale um 9 € und normal sind sie kosten ja 20 €. Die wiederum habe ich auch in Größe 36 gekauft. Passt auch, finde ich, zu jedem Teil, was ich euch bis jetzt gezeigt habe. Dann bei H&M, auch im Sale. Ich wollte es mir eigentlich kaufen, wo ich mir die Jacke gekauft habe, die blaue. Dann dachte ich mir, Gott, die kostet das Teil, was ich euch jetzt zeige, kostet ja auch, was war das, 40,39 €. Irgendwie fand ich das viel und keine Ahnung. Dachte mir, komm, lass das, muss jetzt nicht unbedingt sein. Und jetzt habe ich H&M online geschaut, was auf 20 € und da musste ich zugreifen. Und zwar ist die Rede von so einem Gilet. So. Gibt es auch in Blau und so, aber da ich die Jacke schon habe und in Blau dachte ich mir, muss das jetzt nicht auch in Blau sein. Sieht halt so angezogen aus. Finde ich auch sehr, 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 sehr hübsch. Man kann es auch zu vielen aufstylen und anziehen. Und ja, echt schön hat hier diese Taschen zum Zugreifen. Dann ganz unspektakulär ein kurzärmliges, schwarzes Oberteil. Ja, das kann man zu allem anziehen, finde ich. Und gefällt mir auch. Ja, da kann einem ja nicht viel gefallen, aber ja, ganz normales schwarzes. Dann zeige ich euch noch viele, was ich in Pimki gekauft habe. Es ist wirklich ein Durcheinander pur. Ich hoffe, ihr verzeiht mir das. Eine ganz stinknormale Traggings. Oh, ich kenne die Jaggings, was weiß ich. Aber die, ich glaube, das ist eine Jaggings, weil Traggings macht man doch zu. Oder nein? Ich weiß es nicht. Aber die Hose halt. Genau, sieht halt wie eine Jeanshose aus, in diesem Blau, kann man, finde ich, auch zu allem anziehen und ja, gefällt mir auch dann sehr. Dann zu New Yorker habe ich mir dieses Oberteil hier gekauft, dieses Oberteil, diese Bluse. Und zwar sieht die so aus, kennt ihr alle, ist hinten länger, vorne ein wenig kürzer. Und ja, man kann es halt so hochkrempeln. Ist gestern gewaschen, also vorgestern habe ich es gewaschen und gestern war es trocken und deswegen sieht es ein bisschen wie zerkaut aus. Aber ja, ihr seht das. Also finde ich auch, kann man sehr, sehr gut zu allem stylen und zu Jeans und zu, ja. Dann habe ich mir online eine Lederjacke bestellt. Ich habe irgendwie nirgends eine Lederjacke gefunden, die mir gefällt. Damals gab es doch in Zara so Lederjacken. Die gibt es jetzt nicht mehr, die mir gefallen würden. Und ja, auf jeden Fall habe ich online geguckt bei Amazon. Da habe ich so eine Jacke gefunden, also bei Amazon. Eine Lederjacke und zwar sieht die so aus. Ist so im Biker-Stil, hat hier diese... das Geriffelte halt, hier dieser Reißverschluss, genau, so, und an den Schultern und hier am Arm ist das Gleiche, hat hier halt diese Reißverschlüsse und die geht halt so, ziehen wir es mal an, die geht halt so, wie man vielleicht sieht, so schief halt so zu. Könnt ihr das erkennen? So, also seitlich halt. Genau, die hat so um die 60 € gekostet. Finde ich, geht noch. Die, was ich damals gesehen habe oder was es damals bei Zara gab, geht ja mit 160-170 € gekostet. Ist schon ein Haufen Geld. Dann habe ich mir auch online, ich war auf der Suche nach so ein paar Pullis und so. Dann bei Amazon, ich liebe ja Amazon, ich kaufe mir vieles bei Amazon, habe ich... ein paar Pullis gefunden. Ich muss sagen, die Lieferung hat 3 Wochen gedauert, glaube ich.
Ja. Eine halbe Ewigkeit, echt. Aber ich bin froh, ich finde es richtig schön. Ist hier so mit Spitze besetzt und hinten auch. Ja, hat so einen weichen, sehr, sehr weichen Stoff, auch durchsichtig ein wenig. Also man muss unterhalb so einen Tanktop oder so anziehen, auf jeden Fall. Aber finde ich echt schön. Die Lieferung hat unheimlich lange, ich glaube, das habe ich... War das bei Shein-Zeit oder sowas wie Shein-Zeit? Vielleicht war es sogar Shein-Zeit, ich weiß gar nicht mehr, wo ich das bestellt habe. Auf jeden Fall über Amazon, aber bei Amazon kann man ja auch Shein-Zeit-Produkte kaufen. Auf jeden Fall, das ist ein bisschen kürzer, deswegen ist es auch besser, wenn man noch ein längeres Tanktop anzieht. Sieht auch dann sehr, sehr hübsch aus. Auf jeden Fall, dieses Oberteil hat dafür aber nur 12 Euro oder so gekostet und 3 Wochen Wartezeit. Das muss man in Kauf nehmen. Es ist auch dort gestanden. Nur manchmal wartet man und wartet man. Und weil ich ein bisschen, nicht. Dann habe ich in so einem Laden, der heißt, wie heißt der? Trendy Zone, glaube ich, ja. Habe ich mir diesen Pulli hier gekauft. Man sieht... Schwarz, weiß, grau, so, und dann halt hier Reißverschluss, was so mit Kunstleder rundherum ist, und hier an den Ärmeln hat so, also oben, vorne da, auch dieses Leder, das ist gesteppte, und hier auch, und ja, da oben ist es auch mit diesem Kunstleder. Und dann habe ich mir auch bei dem Laden, wo ich das gekauft habe, hier so einen schwarzen Pulli gekauft. Kommt ja richtig grau in der Kamera. Auf jeden Fall schwarz. Mit diesem spitzen Teilen da oben. Ja, hält wirklich sehr, sehr warm. Wird für den Winter sehr, sehr praktisch und sehr, sehr warm. Sehr praktisch. Auf jeden Fall sehr, sehr warm sein. Und dann habe ich noch eine Tasche mir gekauft. Das habe ich euch ja in dem Follow Me Around ja mitgenommen, wo ich die Tasche in der Früh gleich kaufen gegangen bin. Ist die Rede von dieser Tasche. Mir gefällt sie wirklich. Sie hat, ist jetzt nicht allzu groß, wie man sieht. Passt aber wirklich viel rein. Natürlich habe ich schon meine Sachen da drinnen, aber so ungefähr ist sie aufgeteilt. Eine sehr schöne Tasche, finde ich. Man kann sie auch zumachen. Hat 40 Euro gekostet. Ist jetzt keine Markentasche, aber trotzdem finde ich sie sehr schön. Da steht Galantry oder Galantry drauf, ja, so, genau, finde sie richtig hübsch und hier unten hat sie diese Nöpfchen. Und dann habe ich mir noch Socken gekauft, sehr unspektakulär, so Socken. Auf jeden Fall, ich hoffe, euch hat mein Video gefallen und ihr schaltet auch bei meinem nächsten Video wieder ein. Macht's gut, bis dann, tschüss.